unsere Zuschauerin Sissy aus Lanzarote fragt an, was eigentlich Wolfred Wolf macht. Ach, der Bundeswolfsbeauftragte. Da mach mir doch mal wieder ein schönes, grimmiges Märchen, hä? Wie wär's denn gleich mal mit dem Wolf und den sieben jungen Geißlein? Da können wir ihn einsetzen. Von mir aus gerne. Also, es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Aber entweder lag's daran, dass es im Puppentheater Fundus keine sieben genormten Geißlein gab, oder daran, dass die Ziege häufig einen Partner wechselte und zu sieben Kinder von sieben verschiedenen Vätern hatte. Jedenfalls sahen die Fenster sich nicht sonderlich ähnlich, ne? Kommt vor. Aber die Mutter hatte sie lieb, wie abend eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages, da sprach sie: So, nun hör doch mal zu. Ich geh einkaufen, ich hol Klopapier und Nudeln und ihr bleibt daheim. Macht Homeschooling. Ey. Habt ihr's verstanden? Ja. Und passt auf, dass der Wolf nicht kommt. Ja, ich sag. Ja, der soll genau an seiner Stimme und an seiner schwarzen Pfote könnt ihr das Viech erkennen. Ich mach los. Nein. Die Mutter sappte also los und kaum war sie weg, kam Sars Wolf 2 und buchte an die Türe. Macht auf, ihr lieben Kinder. Euer lieber Onkel Lauterbock ist gekommen, hat jeden von euch etwas Schönes mitgebracht. Wunderschöne Schnelltests und FFP2-Masken. Der Buffmuff, unser Onkel Lauterbock. Unser Onkel Lauterbock kann keinen einzigen vernünftigen deutschen Satz bis zu Ende aussprechen. Dein Deutsch ist fast perfekt. Du bist der Wolf! Geh weg! Der Wolf ging heim, schaute sich an der Mediathek drei Talkshows, Markus Lanz Bullbock und Maybock Illner an und lernte fließend Lauterbach sprechen, beziehungsweise stuttern. Sehr vehement verteidigt. Genau. Tun Sie immer noch? Also ich glaube, dass die Impfung, die Impfpflicht, wenn sie jetzt käme, für die allgemeine Bevölkerung, für die Bewältigung der vierten Welle keine Rolle mehr spielen würde. Das System, also ein Laborverband, das sind total liebenswürdige, kluge Leute, mit denen habe ich mich sofort zusammengesetzt und habe gesagt, komm, lass uns sofort, machen. Sofort. Was ist das Maximum, die ALM, das werden Sie bestätigen. Die Geißlein aber bekam mächtig Angst vor dem gefährlichen SARS-CoV-2-Virus und beschlossen sich zu schützen. Sie setzten sich ihre FFP-Masken auf, desinfizierten die ganze Bude, hielten Abstand und machten alle Fenster zum Lüften weit auf. Jüngste, das wollt ihr nicht mitmachen? Abstand, du Esel! Eure Maßnahmen sind mir zu blöd! Da mache ich nicht mit! Mäh, der Esel gefährdet uns alle! Mäh, der Maskenmuffel! Wir müssen ihn isolieren! Mäh! Da isolierten sie es und sperrten es zu seinem eigenen Schutz in den Uhrkasten. Und bald drauf kam der Wolf zurück und buchte wieder. Also, ihr lieben Kinder, macht auf, also wenn ich, und ich habe das gesagt, und die Expertinnen und Experten aus Howard haben das in einer Studie, also die meisten Geißlein, die ich kenne, also fast 99%, sie werden bis März sterben, wenn ich, und das betone ich, und ich habe seit... Wow, Klabauterbachdeutsch, das ist unser Onkel Karl. Nein, nein, die Pfote, zeig uns erst deine Pfote. Zuerst deine Pfote. Erst deine Pfote zeigen. Die Pfote. Schwarze Pfoten. Du bist nicht unser Onkel Karl Lauterbach. Unser Onkel Karl Lauterbach
hat geschmierte Pfoten. Weiß, in Unschuld gewaschen. Nun komm ich eben zu die geöffnete Fenster herein. Ha! Du kannst uns nichts anhaben. Wir sind durch Maßnahmen geschützt. Ha, ha, ha. Und ich bin Osterhasi. Ich bin Geburtstag. Es ist FFP2-Masken schützen gegen SARS-CoV-2. Und Schweine können fliegen. Hände hoch oder ich desinfiziere. Lecker. 6 von 7 Geißlein infiziert. Macht nach Robert Koch-Institut. 100%. Alle gefressen. Mensch, sogar Hackle feucht, die Kleinen werden sich freuen. Mensch, was ist denn hier los? Hier, im Uhrkasten. SARS-CoV-2-Virus hat alle Geißlein erwischt. Ah, nee, du. So was. Sind sie tot? Nee, war milder Verlauf. Liegen draußen im Garten. Schnell hin, du. Sie säbelte den Wolf den Bauch auf, holte alle Kinder wohlbehalten heraus, wie gesagt, milder Verlauf. Danach holten sie Wackersteine, um den SARS-CoV-2-Virus endgültig auszurotten und die Pandemie zu beenden. Da kam ein Grüner. Halt! Was tut ihr hier? Das ist strengstens verboten. Der SARS-CoV-2-Virus ist durch Schutzmaßnahmen strengstens geschützt. Aber der ist so gut wie tot, Mensch. Die Pandemie ist vorbei. Niemals. Wir machen nur eine kurze Pause und bereiten für den Herbst das große Comeback unseres Superstars vor. Nur dann hätte die Geiß dann Wolf dann Bauch vorsichtig wieder zu und sie brachten ihm zu Onkel Karl Lauterbock, diesmal zum Echten. Da pflegte und fütterte ihn, dass er wieder zu Kräften kam. Und wenn er nicht gestorben ist, so kommt er im Herbst wieder.